So, hallo Freunde der guten Unterhaltung. Ja, ich, müsste jetzt mittlerweile der zweite Part von Rayman Jungle Run sein. Eigentlich müsste es sogar der dritte oder vierte sein, denn beim letzten Mal, als ich aufgenommen habe, hat es mir einfach mal die Aufnahme verhauen. Das heißt, es war überhaupt kein Sound vorhanden. Und anscheinend ist es die einzige Möglichkeit, dass ich hier wenigstens mit Ingame-Sound spiele. Wenn ich aufnehme, bevor ich das Spiel starte, ist zwar nervig, aber kann ich leider nichts dran ändern. Ja, in der letzten Folge, beziehungsweise in der Aufnahme-Session, die ich verhauen habe, weil es nicht geklappt hat, habe ich hier, ich glaube, zwei Level waren es, auf Perfekt gespielt. Und dann anschließend hier das Reich der Toten. Und ich würde vorschlagen, wir machen erstmal hier die anderen Level noch auf Perfekt und dann spielen wir auch nochmal das Reich der Toten, da ich mich beim Reich der Toten doch ein bisschen mehr konzentrieren muss. So, ich hoffe, vom Sound her passt das Ganze hier irgendwie einigermaßen. Ich guck mal, ich kann hier noch ein bisschen lauter machen. So, dann würde ich vorschlagen, go! Ja, also beim letzten Mal habe ich erwähnt, dass ich mich korrigieren müsste, weil eigentlich ist es nämlich folgendermaßen gewesen. Ich hatte ja behauptet, dass dieses Rayman-Spiel hier nur eine praktisch eine Kisten-Level-Version von Rayman ist. Das stimmt aber nicht ganz, denn bei Rayman bewegt sich ja, also bei diesen Kisten-Leveln, bewegt sich die Kamera von alleine und das tut es hier eben nicht. Also hier renne ich von alleine, aber die Kamera bewegt sich nicht von alleine, so dass es falsch wäre zu sagen, eben, dass es hier eben so eine abgespeckte Version der Kisten-Level ist. Dies ist eben nicht der Fall. Das wollte ich mich nochmal korrigieren. Und ja, ich bin ja immer noch, also habe ich vielleicht auch letztes Mal schon erwähnt, ich bin großer Fan von dieser Grafik-Engine. Ich finde das einfach hammergeil, wie das gemacht ist, weil es wird ja, wie gesagt, mit Standbildern gemacht und nicht mit, mit einer sich generierenden Welt. Und nein, wir können wieder von vorne anfangen. Falsch, wir haben einen Lump verpasst. Also das finde ich eben sehr gut, weil einerseits wird so viel Rechenleistung gespart vom Spiel. Das heißt, ich kann also, die Dateien hier sind auch, also die Spielegröße, also die Datei von der Aufnahme ist auch etwas kleiner, weil ich, wie gesagt, einfach nicht das Ganze hier, und schon wieder von vorne, weil ich nicht das ganze Problem habe, dass so viel Rechenleistung für das Generieren der Welt drauf geht. Denn das hier sind Standbilder, die werden da vom Spiel eingefügt und ja, dann passiert das eben, dass es so passiert. Und das ist für mich ganz angenehm, weil ich so Rayman-Parts generell schneller hochladen kann. Und ja, das wollte ich nur mal sagen. Zum Beispiel bei Minecraft, da generiert sich ja die Welt ständig von alleine. Und da, also, die generiert sich ständig nach. Und deswegen sind Minecraft-Parts so 15 Minuten circa einen halben Gigabyte groß. Und Rayman ist so circa so 300 bis 400. Der Unterschied ist für euch jetzt wahrscheinlich, sagt ihr, was, nur 200 MB, das ist ja für mich hier irgendwie gar nichts, aber für mich ist das doch schon teilweise eine erhebliche Zeitersparnis, wenn die Level so viel kleiner sind, oder die einzelnen Sachen so. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, dieses Level habe ich in der damaligen Aufnahme-Session, die es mir eben verhauen hat, sogar schon mal aufgenommen gehabt. Aber wir wollen uns ja eben hier noch diese Münze holen und deswegen gehen wir hier nicht gleich hoch. So, oh, wie viel haben wir denn hier? So, dann geht's hier nochmal runter. Und hopp. Ah, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe, ja doch, ein paar Lamps habe ich verpasst. Dann müssen wir das ganze Level eben von vorne machen, wenn ich es nicht schon mal hatte. Nee, anscheinend nicht. Dann machen wir das Level Lüstern nach Lumps eben nochmal. Ist ja nicht so, dass wir es nicht schon hätten. Und hopp. Und jetzt kommt die Ranke von unten. Wir hangeln uns unten durch. Ja, also im Prinzip, wenn man, sag ich mal, die Level einigermaßen kennt, dann erwartet einen da auch jetzt nicht mehr so viel Neues, weil dann weiß man ungefähr, ja, okay, so laufen die Level ab, da muss ich drücken, weil im Prinzip ist das hier nur Timing-Aufgabe. Ich muss einfach nur im richtigen Moment die richtige Taste drücken und dann hat sich das Ganze auch schon erledigt. So, genau, wenn ich hier, dann kriege ich jetzt auch alle Lumps. Perfekt.
Jetzt müsste ich alle 100 haben, es sei denn, es gab irgendwo einen, den ich nicht gesehen habe. Nein, bewerte Rayman Jungle Run. Nein, danke, jetzt nicht. Zumindest nicht während des Let's Plays. So, wie viel nehme ich auf 5? Rayman in der Grube saß da und schlief. Und zack, rüber. So. Nein! Von vorne. Weil so eine Piratenmünze bringt 20 Lums ein und ich meine, davon abgesehen, dass wir sowieso jeden einzelnen erwischen müssen, kann ich praktisch das Level gleich von neu starten, sobald ich einen Lum verpasse, weil wir wollen ja hier alles auf perfekt spielen, damit wir das schöne Abzeichen kriegen, wenn wir alle 10 Zähne des Todes haben. Ja, geschafft. Perfekt. Und zack, rüber. Und hier hoch und hier hoch. Und wir haben es geschafft. Wie viel haben wir jetzt? 60. So, dann muss ich mal schauen. So, hier hoch, da hoch. Und wieder die nächsten Lumps eingesammelt. Und da nochmal hoch. Und hier. Und jetzt gehen wir hier einmal eine Ehrenrunde. Nicht in der Schule, sondern im Let's Play. So, und da hoch. Und jetzt haben wir 80. Das heißt, es wird hier irgendwo noch eine Piratenmünze geben. So, und das ist gut, dass ich das jetzt hier noch machen konnte. Weil sonst hätte ich das ganze Level wieder von vorne spielen können, hätte ich jetzt keine Chance mehr gehabt, diese Piratenmünze zu ergattern. So, und yay, wir haben wieder alle 100 Lumps eingesammelt. Das mit dem Ingame-Sound ist so richtig blöd, weil mir dröhnt es hier die Ohren weg. Aber ihr selber hört es dann nur ganz leise, das ist nervig. So, 9 Zähne des Todes, das heißt, wir haben jetzt das letzte Level. Und dann ist der Part eigentlich auch schon vorbei. Und anschließend können wir das Totenlevel-Reich-Dingens machen. Denn je nachdem, wie gut ich in Totenlevel abschneide, so lang wird der Part. Aber ich werde dieses Totenlevel-Reich-Level höchstwahrscheinlich als einzelnen Part hochladen. Weil ich habe es einmal geschafft, da habe ich es beim ersten Versuch geschafft. Das heißt, der Part war nur 40 Sekunden lang. Und dann hab ich teilweise auch Versuche gehabt, da habe ich 5 Minuten dran gesessen. So. Da, danke. Und danke. Und hier für mich, danke. Nein, ich hätte da runtergehen müssen. Ja, das ist das Problem an diesem Spiel. Ich kann nicht einfach zurückrennen. Verdammte Kacke. Ja, und weiß ich auch schon beim ersten Part ein Mensch, sag ich mal, drüber ausgelassen hat. Diese Musik, die ich hier habe, wenn ihr Rayman Origins kennt, das Spiel, dann sind das circa 4 Tracks aus diesem Spiel, die in diesem Spiel vorkommen. Und das wird dann einfach nur richtig nervig. Weil diese Tracks wiederholen sich dann wiederum. Gut, die haben wir eingesammelt. Diese Tracks wiederholen sich und dann wird das Ganze einfach, geht einem das gehörig, sag ich mal, jetzt auf die Eier. Diese Musik, weil das einfach nicht mehr schön ist. Aber wir müssen hier runter. Und zwar die Piratenmünze einsammeln. Genau, und jetzt brauchen wir noch 4, 3, 2, genau, 100 Lumps. Yay, genau, da freue ich mich auch wieder. Neuer Hintergrund in der Galerie. Ja, das kann ich euch doch gleich nochmal zeigen. Ja, jetzt haben wir alle 10 Zähne des Todes. Wow, du hast alle Zähne des Todes. Du hast drauf. Ja, und das Ganze können wir in 4 Welten schaffen. Ah, und jetzt kriegen wir die Krone. Wie schön. So, aber das wollte ich euch nicht zeigen. Nein, leichte Schmunzeln. Zurück zum Menü. So, neue Welt. Was, in diesem Level haben wir schon auf perfekt gemacht. Aha, okay. Wusste ich noch nicht. Aber immer gut, wenn man es weiß. So, hier in der Galerie. Und zwar schaltet man immer mit Lumps hier, was sind das? Müsste immer 1, 2, 3, 4. Also irgendwie immer mit einer bestimmten Anzahl an Lumps schaltet man hier weitere Bilder frei. Das geht dann bis 3600 Lumps. Wenn man in jedem Level 100 Lumps einsammeln kann und es sind 36 Level, ja, dann müssen es 36 Level sein, plus die 4 optionalen Totenreich-Level. So, und wir haben 1000 von 3600. Ja, und dann schaltet man eben diese Bilder hier frei. Ja, die kann man sich dann im Internet runterladen und kann sich dann darüber freuen. So, Option hatten wir schon, den Rest habe ich euch gezeigt. Ja, dann bedanke ich mich wieder fürs Zusehen. Schreibt mir mal wieder in die Kommentare, wie fandet ihr den zweiten Teil von Rayman Origins und wir sehen uns gleich wieder im Totenlevel. Bis dahin, tschüss!